Vielen Dank, dass ich hier auf dieser Veranstaltung zu diesem Thema sprechen darf. Und das ist wahrscheinlich für Sie ein ganz ungewohntes Thema. Für mich jetzt nicht, ich bin Frauenärztin, aber der Darm spielt auch in mein Fachgebiet mit rein und gerade auch in das Fachgebiet des Kinderwunsches. Denn Gesundheit, Gewicht, Wohlbefinden und Allergien und auch der Kinderwunsch werden von diesem Organ beeinflusst. 2014 wurde in der Nähe der spanischen Stadt Alicante eine Neandertaler-Siedlung gefunden. Und hier fand man auch Fäkalienreste der Neandertaler. Die konnte man so aufarbeiten, dass man dort die Darmflora sich mal genauer anschauen konnte. Man hat diese Darmflora dann mit unserer heutigen Darmflora verglichen und, oh Wunder, die Darmflora der Neandertaler war deutlich vielfältiger als unsere heutige Darmflora. Man nimmt an, dass das ein Teil der westlichen Ernährung ist, dass die Darmflora an ihrer Artenvielfalt verliert, weil wir uns eben mit vielen Dingen ernähren, die eigentlich nicht physiologisch sind. Mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff. Ich bin Frauenärztin, Kinderwunschexpertin und Psychotherapeutin seit mehr als 30 Jahren. Außerdem habe ich diverse Weiterbildungen in Naturheilverfahren, Akupunktur, Neuraltherapie, Ernährungsmedizin, Anti-Aging-Medizin und Hormonenstoffwechseltherapie. Ich habe mich schon sehr früh für die Kinderwunschtherapie interessiert, weil ich fand, dass sie noch sehr viele Dinge hat, die noch nicht erforscht sind und wo man noch sehr viel Gutes für die Frauen und die Paare tun kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon sehr früh angefangen, mich für die Naturheilverfahren zu interessieren. Und beides zusammenzubringen, das ist so mein Wunsch im beruflichen Alltag. Bis September 2022 war ich Mitinhaberin einer großen Gemeinschaftspraxis und seit Oktober 2022 arbeite ich freiberuflich als Coach für Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch im Internet. Dazu gibt es, das kannst du hier sehen, einen YouTube-Kanal, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, alles, was man so an Social-Media-Kanälen braucht, um eben auch ein bisschen Reichweite zu generieren. Und hier kannst du auch einen guten Einblick über meine Tätigkeit bekommen. Mir ist der ganzheitliche Ansatz beim Kinderwunsch sehr, sehr wichtig. Die schönsten Medikamente helfen nichts, wenn du 30 Zigaretten am Tag rauchst und dann sagst, es hat alles nichts gebracht, bin immer noch nicht schwanger. Aber auch die Ernährung braucht es für den Kinderwunsch. Eine gute Ernährung ist eben auch wichtig für die Darmflora, versorgt dich aber auch mit den nötigen Grundstoffen für Vitamine und Hormonvorstufen. Bewegung ist etwas, was im Kinderwunsch nicht zu unterschätzen ist. Eine moderate sportliche Betätigung ist so erfolgreich wie eine IVF-Behandlung, wenn keine organischen Ursachen vorliegen. Das hat eine Studie aus den USA herausgefunden. Vitalstoffe. Wir sind heute alle unterversorgt mit Vitalstoffen. Unsere Nahrung ist so schnell gezüchtet, dass da kaum noch genügend Vitamine und Mineralstoffe drin sind. Und der Lifestyle, das viele sitzen oder auch die Ernährungsgewohnheiten tun dann noch ihr Negatives mit dazu. Das Ganze ist etwas, was in meine Therapie mit einfließt, in meine Beratung mit einfließt, gepaart mit einer schulmedizinischen Therapie, weil die ist natürlich auch wichtig. Bei diesem ganzheitlichen Therapieansatz komme ich am Ende des Tages auch für meine Kinderwunschfrauen nicht an der Darmgesundheit vorbei. Mit einer guten Darmgesundheit kann ich den Kinderwunsch und meine Gesundheit natürlich positiv beeinflussen. Schauen wir uns dieses Organ einmal erstmal genauer an. Die Länge des Darms liegt zwischen 5,5 und 7,5 Metern bei einem erwachsenen Menschen. Und die Fläche beträgt ungefähr 32 Quadratmeter. Früher ist man mal von 300 Quadratmetern ausgegangen, hat aber festgestellt, dass diese Fläche zu groß ist, weil man diese Untersuchung meist an Leichen gemacht hat, die relativ entspannt waren. Diese große Fläche kommt zustande durch diese fingerartigen Vorwölbungen, mit denen der Darm arbeitet und die dann eben in den Speisebrei hineinragen. Und diese Vorwölbungen sind auch mit dafür verantwortlich, dass der Darm ganz, ganz tolle Dinge vollbringen kann. In nur 5 Stunden hat der Darm die komplette Nahrung aufgespalten und dir zur Verfügung gestellt. Ganz nebenbei werden noch Immunzellen und Abwehrstoffe gebildet, aber auch Hormonvorstufen werden vom Darm gebildet und der Wasserhaushalt wird eben auch nochmal nebenbei mit reguliert.
Und so kommt es, dass in einem 75-jährigen Leben ca. 30 Tonnen Lebensmittel und 50.000 Liter Flüssigkeit den Darm passieren. Das muss man sich mal in LKWs vorstellen. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und es gibt noch mehr, was es über den Darm zu berichten gibt. Das Mikrobiom, und wir haben mehrere Mikrobiome in unserem Körper, einmal Darm, Haut, Nase, Mund, Rachen und Scheide. Die Mikrobiome haben 5 bis 8 Millionen Gene. Zum Vergleich, in den Körperzellen findest du 20.000 Gene. 37% aller Gene, die wir haben, sind bakteriellen Ursprungs. Und die größte Artenvielfalt der Gene haben wir im Mund und im Darm, vor allen Dingen aber im Darm. Im Darm gibt es über 1000 unterschiedliche Bakterienarten mit 3,3 Millionen Genen. Und jeder Mensch besitzt mindestens 160 Bakterienarten. Das sind dann am Ende des Tages 10 bis 100 Billionen, je nach Quelle, Bakterien, sprich ungefähr 2 Kilo Biomasse. 2 Kilo Gewicht, was wir auf die Waage stellen, ist den Darmbakterien geschuldet. Die Darmbakterien haben zum einen die Aufgabe, die Verdauung zu unterstützen. Die Darmbakterien leisten auch sehr viel. Und zum anderen produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, die die Darmwände schützen. Die Darmbakterien halten das Immunsystem in Schuss, stellen Vitamine und Vitaminvorstufen her und schützen den Darm vor krankmachenden Keimen. Außerdem können sie Ballaststoffe in Nährstoffe verwandeln. Und man kann an der Ernährung auch so ein bisschen feststellen, welcher Typ du bist. Es gibt unterschiedliche Darmcharaktere, die auch so ein bisschen ernährungsabhängig sind. Wir haben zum einen den Bakteroides-Typen. Der ist bei seinem Besitzer nicht so beliebt, weil der Bakteroides-Typ kann aus dem letzten bisschen noch die Kalorien rausholen. Das heißt, dass wir da relativ leicht an Gewicht zu nehmen. Dieser Typ ist besonders vorherrschend bei Menschen, die viel Fleisch und Wurst essen, denn er ist auf Mehrfachzucker und tierische Eiweiße spezialisiert. Und gesättigte Fettsäuren stellt er her, Vitamin C, Vitamin B7, Vitamin B2 und Pantothensäure, Vitamin B5. Zum Bakteroides-Typen lässt sich sagen, je größer der Fleischanteil in der Nahrung ist, desto mehr Bakteroides-Bakterien haben wir im Darm. Prevotella ist der nächste Typ. Prevotella ist auf den Abbau von Zucker und Proteinen spezialisiert und er kommt häufig vor bei kohlenhydratreicher Kost und vegetarischer Lebensweise. Folsäure wird hiermit produziert von ihm. Folsäure ist für den Kinderwunsch ganz wichtig für die Prävention des offenen Rückens. Thiamin B1 wird ebenfalls von Prevotella mit organisiert oder produziert und normalerweise ist der Prevotella-Anteil unter 10%. Steigt aber bei Autoimmunerkrankungen auf größer 38%, Entschuldigung. Jetzt weiß man nicht, ist dieser Anstieg von Prevotella eine Folge der Immunerkrankung oder ist die Autoimmunerkrankung eine Folge des Prevotella-Anstiegs? Das ist noch Gegenstand der Forschung. Rhominococcus ist der größte Familienclan im Darm und 70% aller Menschen haben ihn als vorherrschenden Darmbakterium-Typ. Er ist auf die Spaltung von komplexen Zuckern spezialisiert und auf die Verdauung harter Pflanzenfasern. Und wir haben ihn mit der Kuh gemeinsam. Rhominococcus kommt auch im Kuhpansen vor, Pflanzenfresser, ne? Aber nicht nur das kann man am Darm ablesen. Auch das Rumpf-Darm-Verhältnis sagt etwas über unsere Ernährung aus. Da gibt es den Fleischfresser, wie zum Beispiel die Katze. Da haben wir ein Rumpf-Darm-Verhältnis von 1 zu 3. Allesesser, wie wir Menschen, haben ein Rumpf-Darm-Verhältnis von 1 zu 4. Und Pflanzenfresser, wie das Schaf, kommen auf ein Rumpf-Darm-Verhältnis von 1 zu 24. Das Bild mit der Katze fand ich übrigens sehr typisch, ne? Übergewichtig, lange auf der Toilette sitzend und am Handy hängend, bloß nicht bewegen. Wir haben unser Mikrobiom nicht von Geburt an. Und auch hier gibt es in meinem Fachgebiet ganz interessante Strömungen, die ich dir gerne vorstellen würde. Denn von Geburt an ist der Darm steril. Und bei einer normalen Geburt über die Scheide, das heißt, wenn man nicht mit einem Kaiserschnitt entbindet, dann kommt das Kind als erstes mit den Keimen aus der Scheide in Kontakt. Und nach kommen dann andere Keime hinzu. Anders sieht die Situation aus bei einem Kaiserschnitt.
Das Kind wird entwickelt und auf den Bauch der Mutter gelegt. Oder es nimmt irgendjemand vom Pflegepersonal das Kind dann in die Arme. Es kommt als allererstes mit den Hautkeimen und den Krankenhauskeimen in Berührung. Man hat festgestellt, wenn man diese Kinder nachuntersucht, dass der Darm dieser Kinder eine geringere Artenvielfalt hat und auch nicht so eine physiologische Besiedlung. Und da ist die Idee des Vaginalsiedings entstanden. Das heißt, man nimmt etwas Vaginalsekret und gibt es in den Mund des Kindes, damit das Kind eben auch diese natürliche Flora als erstes bekommt. Wenn wir dann so nach und nach feste Nahrung zu uns nehmen, gibt es eine Darmbesiedlung mit wenigen Arten. Und die Darmbesiedlung bleibt nicht statisch, sondern die Darmbesiedlung ändert sich. Es entstehen neue Arten, alte Arten verschwinden. Es gibt schlagartige Bewohnerwechsel und langsame Bewohnerwechsel. Das ist bei jedem Menschen ein Stück weit individuell. Und was den Darm angeht, gibt es auch ein neues Modell, ein neues Erklärungsmodell für Krankheit. Und zwar ist es so, dass man annimmt, dass bei einer ungünstig veränderten Darmflora eine Entzündung an der Darmschleimhaut entsteht. Diese Entzündungsreaktion führt dazu, dass pathologische Darmkeime zunehmen. Die bilden Tetrationat. Tetrationat kann von Salmonella typhimurium dann oder begünstigt das Wachstum von Salmonella typhimurium. Und Salmonella typhimurium, ein Durchfallerreger, bildet Ethanolamid. Ethanolamid wird aber nur von Salmonella typhimurium abgebaut. Das sorgt dafür, dass die anderen im Wachstum zurückbleiben, die guten Darmbakterien, und es mehr Salmonellen gibt, was wiederum die Entzündung an der Darmwand steigert, was wieder zur Tetrationatbildung führt, was das Wachstum von Salmonella typhimurium begünstigt, was wieder mehr Ethanolamid zur Folge hat. Und so dreht sich dieser Kreis immer höher. Die übliche Reaktion ist dann meist, ich gebe ein Antibiotikum drauf. Aber man hat hier so ein bisschen anderes Verständnis von Gesundheit. Die Symbiose der Darmflora wird in diesem Modell als Grundlage für die Gesundheit verstanden. Und eine Dyssymbiose, dieser Kreislauf, den ich gerade geschildert habe, der macht krank. Gebe ich da jetzt aber noch Antibiotika drauf, dann verstärke ich diese Dysbiose. Und es kommen dann unter Umständen deutlich mehr Probleme, als ich sie vorher schon hatte. Clostridium difficile, ich bin jetzt kein Internist, aber das ist ein Keim, den man relativ schwer wieder los wird. Zum anderen gibt es sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, dass je mehr Antibiotika du in deinem Leben genommen hast, desto höher das Risiko für Darmkrebs ist. Auch hier nimmt man an, dass das zum Teil über die Darmflora geht. Also auch hier ein Credo, Antibiotika wirklich nur dann zu nehmen, wenn es nicht anders geht. Was sind denn nun so Anzeichen für eine gestörte Darmflora? Das eine kennt jeder, Blähung, ne? Darmkrämpfe oder Bauchschmerzen können es sein. Verstopfung, aber auch Durchfall, Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem auch im Darm zu Hause ist. Und ein fehlgeleitetes Immunsystem sorgt dafür, wenn du eben diesen Circulus vitiosus dir anguckst, dass auch mehr Allergien entstehen. Stress, der über eine längere Zeit besteht, kann die Darmflora schädigen. Medikamente können dazu führen, dass die Darmflora geschädigt wird. Zigaretten enthalten sehr viel Giftstoffe und machen die Gefäße eng. Über beide Mechanismen können sie die Darmflora stören. Bewegungsarmut sorgt dafür, dass eben der Stuhl oder die Darmmotilität deutlich weniger ist und du halt weniger häufig den Darm entleerst, was dann eben auch dazu führt, dass die Darmflora gestört ist. Aber auch, und das hätte ich eigentlich an die erste Stelle schreiben sollen, die falsche Ernährung. Das sind aber alles Dinge, die du selbst in der Hand hast. Von daher ist der Darm ein recht dankbares Organ. Die Folgen einer gestörten Darmflora, hier die Dame zum Beispiel, die da sehr zu klein für ihr Gewicht ist. Die Darmflora beeinflusst den Fettstoffwechsel. Es gibt eine sehr schöne Versuchsreihe mit Mäusen. Da hat man die Mäuse fettreich ernährt und hat gesehen, wie sich unter der fettreichen Ernährung die Darmflora verändert hat. Je mehr die dann wieder zu ihrer normalen Ernährung zurückkehren durften,
desto besser wurde die Darmflora. Das Ganze konnte man auch an Schweinen zeigen. Und dann gab es noch einen sehr schönen Versuch, den ich sehr imposant fand. Man hat nämlich sterilen Mäusen oder Mäuse mit einem sterilen Darm ein Stuhltransplantat übergewichtiger Mäuse gegeben. Und da ist dann trotz normaler Ernährung die Tatsache aufgetreten, dass diese Mäuse, die dieses Stuhltransplantat bekommen hatten, von den übergewichtigen Mäusen deutlich zugenommen haben bei normaler Ernährung und bei normaler Fütterung. Man nimmt an, dass dieser Fettstoffwechsel durch ein Ungleichgewicht von Firmicutes und Bacteroides zustande kommt. Autoimmunerkrankungen können eine Folge einer gestörten Darmflora sein, aber auch die Parkinson-Erkrankung soll mit einer gestörten Darmflora einhergehen. Durch Stuhltransplantate bei Parkinson-Patienten konnte man die Entzündungsreaktion, die beim Parkinson oft vorhanden ist, deutlich zurückdrängen und die Symptomatik ist besser geworden. Auch Schlaganfälle und Multiple Sklerose, so vermutet man, hängen mit der Darmgesundheit zusammen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in das Fachgebiet, wo ich zu Hause bin, nämlich Darm- und Kinderwunsch. Und da gibt es das polyzystische Ovar-Syndrom. Bei dem polyzystischen Ovar-Syndrom sind hier oben am Eierstock ganz, ganz viele kleine Follikelchen rundherum. Und keines dieser Follikelchen, dieser kleinen Primärfollikel, die mal später zu Eizellbläschen werden sollen, kann sich entscheiden, wirklich groß zu werden. Bei diesen Frauen haben wir bei 50-70% der Frauen Übergewicht, zu hohe männliche Hormone, oft auch eine periphere Insulinresistenz mit einem Blutzuckerspiegel in Richtung Diabetes, unregelmäßige Zyklen und dieses Krankheitsbild in Anführungsstrichen, betrifft 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter weltweit. Diese Frauen mit dem PCO-Syndrom haben oft eine veränderte Darmflora. Und das Ausmaß der Veränderung der Darmflora korreliert mit dem PCO-Syndrom. Oft wird das PCO-Syndrom mit Metformin therapiert. Metformin ist ein orales Antidiabetikum, hat aber auch eine Wirkung gegen die männlichen Hormone und vor allen Dingen hat einen positiven Effekt auf die Darmschleimhaut. Und auf diesem Weg wirkt Metformin ein Teil mit beim PCO. Außerdem stabilisiert Metformin natürlich auch den Blutzucker. Also da die ganz spannende Geschichte, dass also direkt auch ein gynäkologisches Krankheitsbild mit der Darmflora zusammenhängt. Aber wir haben auch noch andere Störungen, die auch zum Teil mit an der Darmflora hängen. Übergewicht, haben wir ja vorhin gesehen, der Fettstoffwechsel ist gestört bei einer gestörten Darmflora, ist etwas, was dazu führt, dass du im peripheren Fettgewebe vermehrt Östrogenvorstufen hast, die dann dazu beitragen, dass das Hormongleichgewicht gestört ist und dass die Eizellreifung gestört ist. Stille Entzündungen machen Stress. Stress stört auch das Hormongleichgewicht. Langanhaltender Stress stört die Darmflora, was ebenfalls das Hormongleichgewicht dann wieder stört. Eine ungesunde Darmflora kann eine verminderte Resorption von Mikronährstoffen zur Folge haben und da fehlen dann die Bausteine, die du brauchst, um eben eine gute Eizelle zu produzieren oder eben auch den Embryo wachsen zu lassen. Und auch die Vitaminsynthese ist durch eine gestörte Darmflora vermindert. Alles Dinge, die auch den Kinderwunsch beeinträchtigen. Deshalb bespreche ich mit meinen Coaches auch regelmäßig, was macht den Darm denn fit? Da ist der erste Tipp eine gesunde, pflanzenbasierte und ballaststoffreiche Ernährung. Diese Ballaststoffe werden im Enddarm dann abgebaut und ernähren die guten Bakterien im Enddarm. Fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder diese japanischen Gemüse, aber auch Kefir, können dazu beitragen, dass die Darmflora stabilisiert wird. Wenn schon Fleisch, dann vielleicht wirklich ein gutes Biofleisch ohne Antibiotikareste. Auch Fastfood sollte weitestgehend gemieden werden. Und Zucker sowieso. Dafür darfst du Sport und Bewegung treiben. Im Kinderwunsch sollte der Sport tatsächlich aber in moderatem Maße sein. Und du solltest dafür sorgen, und das kannst du gut über den Sport, dass du den Stress abbaust. Wenig Stress ist gut für den Darm. Hier ist wenig mehr. Antibiotika sollten nur dann gegeben werden, wenn es wirklich keine Alternative gibt. Wenn das alles nicht hilft, kann man noch ein bisschen mehr machen. Probiotika-Einnahmen helfen, die Darmflora wieder zu stabilisieren. Und Ballaststoffe bekommen wir meist auch nicht genügend auf den Teller. Deshalb kann es zum Teil sinnvoll sein, ein Ballaststoffpräparat zu sich zu nehmen, damit auch die Probiotika dann besser angehen können.
Es gibt diverse Darmkuren. Die Hydrokolontherapie ist jetzt nicht so meins, ich bin eher Gynäkologe. Ich finde aber auch, ich habe einen sehr kritischen Artikel dazu gelesen, man spült ja mit dieser Hydrokolontherapie auch mal alle guten Darmbakterien raus. Also ich habe da eine kritische Einstellung zu. Und zum Thema Stuhltransplantate habe ich nur theoretisches Wissen, worüber ich aber auch nicht undankbar bin. Aber es lohnt sich, auf den Darm zu achten. Denn 3 Monate unserer Lebenszeit verbringen wir auf Toilette. Und das wird mehr, wenn wir uns nicht um unseren Darm kümmern. Und es wird natürlich auch bitter, wenn aufgrund der Darmgesundheit keine Schwangerschaft eintritt. Deshalb achte auf deinen Darm, ob du schwanger werden möchtest oder nicht. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Vortrag ein paar wertvolle Impulse geben. Ich freue mich, von dir zu hören oder wenn du mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgst. Und wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an. info@leichter-schwanger-werden.de. Alles Liebe, deine Heidi.